Das Klimageld wird nicht kommen. Die Bundesregierung wird uns alle im Regen stehen lassen, obwohl es im Koalitionsvertrag vereinbart war. Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Das Thema äh, brennt wirklich. Am 30.12.2023 hat NTV noch mal klargestellt, äh, dass das Klimageld immer unwahrscheinlicher wird. Das Klimageld sollte sozusagen ein Ausgleich dafür sein, für die gestiegenen Energiekosten. Meine Damen und Herren, ich hatte ja schon berichtet, dass die CO2-Bepreisung für 2024 teurer wird. Und das bedeutet letzten Endes für uns, dass wir immer mehr an Energiekosten zahlen müssen, obwohl an sich die Beschaffungskosten deutlich gesunken sind. Meine Damen und Herren, schauen Sie sich das bitte mal hier an, was im auf dem Beitrag äh, im NTV geschrieben wurde. Das Ampelversprechen wackelt. Ich kann sagen, das wackelt nicht nur, sondern das ist aufgrund der Haushaltslage sozusagen gar nicht mehr finanzierbar. Es ist auch, ähm, äh, ist jetzt schon letzten Endes komplett in Frage gestellt. Ähm, der Finanzminister Lindner stellt das Klimageld sozusagen komplett in Frage, weil er es aus haushaltsrechtlichen Gründen gar nicht finanzieren kann. Und auch nicht finanzieren will, müsste nämlich dann letzten Endes mehr Schulden aufnehmen. Und das ist ja mit dem Herrn Lindner nicht zu machen. Das ist ja ein sogenannter äh, Investitionsverhinderer. Letzten Endes ähm, wird das nichts werden mit dem Klimageld. Das heißt also, die Entlastung, die an sich, äh, die wir eigentlich alle bekommen sollten als Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, wird nicht kommen. Ich sehe nicht, wie das Klimageld überhaupt noch in Deutschland für uns alle gezahlt werden kann. Jetzt schiebt man da, sagen wir mal, technische Dinge vor. So nach dem Motto, das Klimageld kann ja nicht an jeden Einzelnen ausgezahlt werden. Aber das sind alles nur technische Probleme. Letzten Endes ist es einfach so, dass Geld für Klimaschutz und Chipfabriken sozusagen verplant ist. Die Kohle wird auf jeden Fall gezahlt, aber wir als Verbraucher bekommen wieder nicht zurück. Und deshalb werden auch Rentnerinnen und Rentner und Arbeitnehmer mit geringen Einkünften hier deutlich leiden. Äh, Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Heil von der SPD sagte der Welt: Ich wüsste nicht, wie man das unter den derzeitigen Bedingungen noch finanzieren sollte. Geboten sei es aber mehr denn je. Auch der FDP-Fraktionsvize Matthias Mirsch sieht den Spielraum durch, des, durch das Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts stark eingeschränkt. Also auch hier wird gespart, wie man auch letzten Endes mit dem äh, Skandal, mit der skandalösen Verschärfung bei den Bürgergeldsanktionen -Sank durch den SPD-Mannheil auch hier bei den Ärmsten sparen will. Meine Damen und Herren, das wird nichts mit dem Klimageld. Ich finde, das ist ein ganz großer Skandal. Ähm, wieder ein Schlag in das Gesicht für uns alle. Unsere Bundesregierung, unsere Ampelregierung, hat aus meiner Sicht komplett abgewirtschaftet und gehört eigentlich, ich sage es jetzt mal, vorsichtig ausgedrückt ähm, bildlich gesprochen in den Mülleimer der Geschichte und äh, besser wäre es, wenn äh, wir endlich in Deutschland Neuwahlen haben, sodass wir mit einer neuen Regierung mit neuem Wind ähnlich wie bei einem Fußballtrainer der oder Fußballtrainerin, ähm, der in der Bundesliga oder bei der äh, Nationalmannschaft keine Leistung mehr bringt, dann auch ausgewechselt wird. Sollte man das mit der Bundesregierung mit der aktuellen Bundesregierung auf jeden Fall auch machen. Ich halte ähm, Habeck, Lindner und Scholz für eine komplette Fehlbesetzung. Meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein. Ähm, kurz vor dem Jahreswechsel noch der große Aufreger: Klimageld wird immer unwahrscheinlicher. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.